Klaus-Peter Wilsch, einschlägig bekannt als einer der Euro-Rebellen, als eines der Mitglieder der CDU, die durch ein abweichendes Stimmverhalten aufgefallen sind, schon beim ersten Euro-Rettungspaket. Dieses Thema Euro-Rettung und was machen wir mit Griechenland, soll da weiter geholfen werden oder nicht, ist ein Thema, mit dem wir hier als Veranstalter eine relativ sichere Nummer hatten, dass das noch eine Weile aktuell ist. Und jetzt ist es natürlich in besonderer Weise zugespitzt. Die Bankenruns, die wir alle schon vor 5 Jahren haben kommen sehen, die haben wir jetzt und wahrscheinlich eben auch das Referendum. Und die Frage, ja, wie sollen wir damit umgehen, beziehungsweise wie sollen eben die unterstützenden Länder damit umgehen und die einschlägigen Institutionen, das ist etwas, wo unser, ich glaube, nach unser aller Verständnis sehr viel schiefgelaufen ist und wo wir nur dankbar sein können, dass es auch ein paar freiheitlich gesinnte und ordnungspolitisch aufgeweckte Menschen gibt, die sich dagegen noch wehren. Und das tut unter anderem Herr Wilsch, der uns einen Vortrag, die politische Vorlesung, gleich halten wird. Und ich darf ihn hierher bitten. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Liebe Frau Horn, Professor Habermann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe gerne zugesagt zu dem Thema, ohne zu wissen, dass zur gleichen Minute die europäischen, die Euro-Finanzminister mal wieder zusammentreten und überlegen und beraten, wie das wohl weitergeht. Aber ich habe in den letzten 5 Jahren die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so wichtig ist, was gerade passiert. Denn fehlt uns eigentlich eine Erfahrung noch, das wäre die, dass mal wirklich nach den Regeln gespielt wird, die wir eigentlich festgelegt haben, dass diese beliebig gebrochen wurden in den zurückliegenden Jahren seit 2010. Ist wahrscheinlich hier den meisten bewusst. Ich will gleichwohl, weil ich nicht so recht wusste, was bei Hayeks als politische Vorlesung gilt, das mit einer Annäherung versuchen und das auch ein bisschen in den Zeitstrom einzubetten, damit man auch die einzelnen Dinge und das, was sie bedeuten, ein bisschen vom eigenen Erleben her mit einbetten kann. Ich fange an bei der Bundestagswahl 2009. Ich war immer jemand, der für bürgerliche Mehrheiten gekämpft hat, im Kommunalen dafür Prügel gekriegt hat, auch auf der Bundesebene das herbeigesehnt hat, dass das kommt, dass wir Ordnungspolitik machen können, dass wir unser unübersichtliches Steuerrecht vielleicht mal aufräumen können, die Leistungsfeindlichkeit herausnehmen, mehr indirekten, weniger direkt besteuern, dass wir mal den Mehrwertsteuerkatalog aufräumen, dass wir uns generell dort mit einem Reset ein bisschen auf die Höhe der Zeit bringen. Das war alles die Hoffnung, die wir 2009 hatten. Und das ging ja alles auch sehr flott. Das Kabinett war schon Ende Oktober gebildet. Und da gab es dann, wenn man das im Rückblick sich anschaut, natürlich schon die ersten Wolken am Horizont, was das Thema heute anbelangt. Denn eine Woche nach uns damals hat Griechenland gewählt. Und PASOK hat, also Papandreou war damals der Vorsitzende, hat Karamanlis geschlagen und hat dann Bilanz, wie das bei einem Wechsel gemacht wird, gesagt, um Gottes Willen, es ist alles viel schlimmer, als wir dachten. Unerfreulicherweise für uns alle hat er recht, denn entgegen dem gemeldeten Defizit von 3,7 waren es dann 2 Wochen später 12,7 aufs Jahr bezogen. Und es gab dann Einbestellungen nach Brüssel, die Griechen mussten berichten, was da nun eigentlich los ist. Und die Affäre begann erst noch weitgehend unbeobachtet oder nur für die Spezialisten zugänglich. Das erste Mal sind wir befasst worden in einem Bericht aus dem ECOFIN im Dezember 2009. Da hat Schäuble berichtet, dass da jetzt die Europäische Statistikbehörde Eurostat besser zugreifen können muss in Zukunft und man sich nicht mehr nur auf die nationalen Zahlen verlässt und die notwendigen Maßnahmen ergriffen seien, dass das alles in ordentliche Bahnen kommt. Nun ist da die Politik, auch wenn man selbst Volkswirt ist, ja keine Geschichte im Elfenbeinturm, sondern das ist immer mitten im praktischen Leben und dann steht in dieser Zeit, nachdem die Regierung gebildet ist, ja erstmal an, wer wird was, wer wird Sprecher, wer kriegt welche Parlamentariergruppe, wer wird Beauftragter für irgendwas, hat damit vielleicht zusätzlichen Zugriff auf Ressourcen oder auch ein kleines Zusatzsalär. Das sind also die Dinge, die das erste Quartal mindestens in der Legislatur
bestimmen und so war das auch bei uns. Für mich lief es nicht schlecht, ich wurde im Haushaltsausschuss Obmann und wusste aber nicht, dass dann das Hauptthema für den Rest der Legislaturperiode das Thema Euro-Rettung in Anführungszeichen und Umgang mit überschuldeten Staaten in unserem gemeinsamen Währungsraum sein würde. Wir hatten eine erste Diskussion, wo sich ein paar Grundlinien, die man heute noch sieht, abzeichneten, im Februar 2010 in der Bundestagsfraktion. Da gab es einen auch öffentlich ausgetragenen Dissens zwischen Schäuble und Merkel über die Frage IWF oder nicht. Also ich habe gesagt, so für mich in meiner dieses Thema, bezüglich dieses Themas noch vorhandene Naivität, das ist ja völlig klar, bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten, da ist die IWF da, das ist eine Einrichtung der Völkergemeinschaft und habe mich über diese Konnotationen, die es da gab, wir waren doch nicht die Amis darum vorwerken lassen, wenn es um unsere Währung geht, eigentlich gewundert, weil ich das nie so empfunden habe. Die europäischen Staaten haben einen höheren Anteil am IWF als die Amerikaner. Aber es gab dort eben Überlegungen und Vorstellungen, wo man sagte, da lassen wir nicht andere rein, unsere Dinge regeln wir selbst. Und das war der erste Kampf, den wir damals geführt haben, zu sagen, der IWF muss dabei sein. Der IWF hat einen unschätzbaren Vorteil gegenüber all den anderen, die da zusammensitzen. Die heißen ja jetzt zwischen mal Finanzministerrat, ECOFIN, dann wechseln sie die Kappe, dann sind sie Gouverneursrat des ESM, sind aber immer die gleichen Gestalten. Und dass man das dann immer sauber trennen könnte, ist illusorisch anzunehmen. Das ist also ein legalistisches Denken, was mit dem wirklichen Leben überhaupt nichts zu tun hat. Und ich habe damals in der Fraktion davor gewarnt, dass wir keinesfalls darauf verzichten dürfen, den IWF mit dazuzunehmen. Eigentlich wäre es ein Ding alleine für den IWF gewesen. Weil wir sonst auf dem gleichen Tisch, wo Schweinehälften, Fischereirechte, Handelsfragen und Flüchtlingsquoten verhandelt werden, auch noch die Währung mit in der Mischung haben und dann die üblichen gelegentlich unappetitlichen Kompromisse rauskommen, wo der eine seine Schweinehälften kriegt und der andere dafür seine Handelsrechte. Ich habe gedacht, wir sind ja als CDU eine ordnungspolitisch ordentlich aufgestellte Partei und was haben wir denn eigentlich 1999 bei der Europawahl damals dazu gesagt? Und habe in meinem Archiv gekramt, später wusste man das nicht mehr, weil das im Internet mannigfach verbreitet worden ist und da haben wir doch tatsächlich damals definitiv den Deutschen erklärt, wie das geht mit dem Euro, der ist genauso gut wie die D-Mark, heißt halt nur anders, ist aber genauso stark, uns ist völlig klar, dass keiner für die Schulden des anderen aufkommen darf. Denn das war ja das wesentliche Backbone, das da eingezogen worden war, in der Frage, wie können wir das hinbekommen, dass, wenn wir die Politiken nicht vereinheitlicht haben, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und so weiter, und damit wesentliche Stellschrauben für Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, dass wir trotzdem die Währung sozusagen davor abschirmen und uns auf einen gewissen Grundstandard einigen, den wir nicht unterschreiten, um Stabilität zu wahren. Sie erinnern sich, dass es eine Diskussion gab, als die gemeinsame Währung eingeführt werden sollte. Zwei Lager, Krönungstheorie und Konvergenztheorie. Krönungstheorie sagte, man kann eigentlich eine gemeinsame Währung erst machen, wenn alle Politiken, einschlägigen Politiken vereinheitlicht sind. Nicht unbedingt die Kulturpolitik, glaube ich, aber Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Sozialpolitik, um einigermaßen einheitliche Wettbewerbsbedingungen in diesem Bereich der Währungsunion zu schaffen und dann eben die Währung obendrauf als Krönung zu setzen. Das war nur ein bisschen schwierig, weil sehr viele der Länder nicht bereit waren, in verschiedenen Bereichen Kompetenzen abzugeben nach Brüssel. Glücklicherweise, sage ich heute. Und dann kam die andere Theorie, die gesagt hat, wir können das auch andersrum probieren. Wir machen jetzt klar definierte Regeln. Und wenn sich alle an diese Regeln halten, haben wir eine faire Chance, dass die Wettbewerbsunterschiede, die es damals schon gab zwischen den Volkswirtschaften, konvergieren, also die Volkswirtschaften konvergieren, die Wettbewerbsunterschiede kleiner werden. Wenn man sich Robert Mundell angeschaut hat, Theorie des optimalen Währungsraums, dann hat das nicht ganz dazu gepasst. Die Beweglichkeit der Produktionsfaktoren ist ein wichtiger Punkt, der natürlich in Europa, wo wir ja nicht ein Volk, sondern viele Völker haben mit unterschiedlichen Sprachen, schon
aus traditionellen oder sprachlichen Gründen äußerst schwierig ist. Ich habe da selbst Erfahrungen gemacht, später dann, als wir uns um spanische Partnerstädte kümmern wollten, dass die jungen Leute zu uns kommen, eine Ausbildung kriegen, zum Handwerksmeister und da ein Handwerk lernen oder irgendwas. Das war nicht ganz einfach, weil die zuständige Beigeordnete der Partnerstadt wirklich kam, schon mit einer Liste von jungen Leuten, die auch willig waren, zu reisen, umzusiedeln, um Arbeit zu finden. Und da waren auch Fremdsprachkenntnisse abgefragt. Da sagten die Deutschen, da sag ich, ja, ist das erste Fremdsprache oder? Nein, dritte. Sag ich, dritte? Naja, die sind ja das sind Katalanen und die lernen als erstes Kastilisch, Hochspanisch, als erste Fremdsprache, als zweite dann Englisch und als dritte Deutsch. Und wie flüssig das dann ist, weiß jeder wahrscheinlich aus seiner eigenen Schullaufbahn, dass man damit nicht unbedingt die Kommunikation mit dem deutschen Handwerksmeister hinbekommt. Daran scheiterte dann auch das Projekt, was ich davor hatte. Also das ist das eine. Es war nicht ganz der optimale Währungsraum, weil wir nicht hinreichend flexible Arbeits- und Gütermärkte hatten. Aber wir meinten, das alles abschotten zu können durch die klaren Regeln, no bail out. Keiner darf für die Verbindlichkeiten, kein Land, und das haben wir ja in deutscher Gründlichkeit durchformuliert, auch die Parafiszi nicht und die Kommunalverwaltung, die Landesverwaltung, also keiner darf für die Schulden des anderen aufkommen. Und das Zweite, die Zentralbank darf keine Staaten finanzieren mit der Notenpresse. Wir haben eigentlich gedacht, dass alles richtig gemacht worden ist, wir haben die EZB auch dann noch nach Frankfurt gekriegt, nach deutschem, nach dem Vorbild der erfolgreichsten Zentralbank des 20. Jahrhunderts gestaltet, wie die Bundesbank, da auch übernommen die Regelung im Stimmrecht von der Bundesbank, was auch im wirklichen Leben sich nicht ganz bewährt hat. Wenn man mit Bundesbankern von früher spricht, die sagen immer, wenn die nach Frankfurt kamen, dann waren das alles Bundesbanker und nicht mehr Landeszentralbankchef von Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen. Und das hofften wir auch zu übertragen auf die EZB, das hat leider nicht funktioniert, jedenfalls nicht in der Krisenzeit dann. Die mangelnde Flexibilität der Arbeits- und Gütermärkte ist eben bei einer gemeinsamen Währung, wo das die Möglichkeit des Wechselkursausgleichs nicht mehr da ist, abwerten, aufwerten, so ungeheuer wichtig, um Spannungen, die durch unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit entstehen, überhaupt herauszubekommen. Ich habe bei meinem Vorvorgänger, den ich als junger JU-Vorsitzender durch den Wahlkreis gefahren habe, der Günter Ederer kennt ihn, wenn er ein Rechtspolitiker, den Satz gelernt, die Macht muss unter das Recht, und dass das so wäre in Deutschland, da habe ich mich eigentlich drauf verlassen, als so eine Grundgewissheit. Ich musste dann lernen, das habe ich mir dann auch zur Leitschnur genommen, das Zitat ist erst später jetzt in meinen Vortrag gekommen, es war nicht sozusagen aus der Bibel heraus abgeleitete unmittelbare Handlungsanweisung, sondern ein alter Sozialdemokrat in meinem Wahlkreis hat mir bei irgendeiner Veranstaltung gesagt, dass ich das richtig mache, und ich soll mal nachlesen bei Exodus Kapitel 23, 2, da steht das genauso drin, wie ich es mache, also du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und das Zweite ist ebenso richtig, du sollst in einem Rechtsverfahren nicht so aussagen, dass du dich der Mehrheit beugst und das Recht brichst. Die Gewaltenteilung und die festgelegten Regeln helfen natürlich nur, wenn die sich nicht alle, die Gewalt haben, gemeinsam verabreden, das Recht zu brechen. Und damit kommen wir zu der traurigen Lage, in der wir uns befanden, zum Zeitpunkt, als die griechische Misere offenkundig wurde. Sie sehen auf dieser Folie, die ich dankenswerterweise mit Genehmigung von IFO verwenden darf, die beiden Linien, die charakteristisch waren für die Frage, was heißt Stabilität. Nicht mehr, das war der hauptdiskutierte Punkt, nicht mehr als 3% jährliches Defizit und ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil er von Anfang nie überall ganz eingehalten war, die absolute Schuldengrenze von 60% jeweils bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Nun ist das zugegeben ein ausgesprochen schlechtes Jahr 2010. Sie wissen, 2008, Zusammenbruch von Lehman Brothers, 2009, scharfer Absturz konjunkturell, bei uns minus 5% der Jahreswirtschaftsleistung und allerlei Banken, die gestützt werden mussten oder die man meinte, stützen zu müssen. Ich glaube, man hat eher zu viel als zu wenige gestützt. Und das war das katastrophale Ergebnis dann am Ende dieser Rettungsaktion. Also Ende 2010
gab es kaum noch jemanden, der diese 3%-Linie eingehalten hat, uns eingeschlossen. Und die Problemkinder, die dann im Laufe der Jahre, der folgenden Jahre alle kamen, ragen besonders heraus. Irland, Griechenland, Spanien, Portugal. Wo steht denn eigentlich Zypern auf der Liste? Die waren mit minus 5,3 auch schon ganz gut dabei. Wir haben wir haben dann eigentlich in der Rückschau, ich muss sagen, ich war dem Euro gegenüber nicht besonders ideologisch oder so eingestellt. Ich habe das nicht besonders begeistert begrüßt. Ich hatte mal im Studium gelernt, wenn man verschiedene Währungen zusammenschüttet, das ist wie beim Motoröl, das nimmt immer die schlechteste Viskosität an. Aber das schien ja alles ganz prima zu laufen. Und so richtig intensiv drauf geschaut habe ich dann, nachdem das in Griechenland losging, erst wieder. Und da ist dieser Chart wirklich am stärksten von der Aussagekraft her, das sind hier die 10-jährigen Staatsanleihen, und die entsprechenden Verläufe, Sie sehen da, dass Konvergenz dort stattgefunden hat. Die Frage, wie kann sich ein Land refinanzieren, ist in der Tat ziemlich vereinheitlicht worden. Die rote Linie ist die deutsche, das ist immer der Benchmark gewesen über all die Jahre. Mit einem kleinen Ausreißer mal, aber das ist nicht von großer Bedeutung. Und die anderen, die von 14, die Griechen, wenn man die Linie weitermalt, über 20% kamen, die sie zahlen mussten, um Geld zu bekommen an den Märkten, um ihren Staat zu finanzieren, gingen scharf runter und liefen fast auf einer Linie mit den deutschen Staatsanleihen. Nun kann man natürlich mit so einem unverhofften Geschenk zweierlei machen. Man kann sagen, wie das viele Deutsche tun würden, die ich so kenne, wenn meine Eigenheimfinanzierung so viel günstiger geworden ist, halte ich die Annuität und erhöhe den Tilgungsanteil, um schneller schuldenfrei zu sein. Man kann aber auch sagen, für die gleiche Annuität, bei gleicher Tilgung, kann ich ja jetzt viel mehr Schulden machen. Geht beides auf, solange die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Leider ist in vielen Peripheriestaaten, südlichen Staaten, der zweite Weg gewählt worden, sodass man diese Möglichkeit, wirklich nachhaltig auch an der gesamten Staatsverschuldung was zu ändern, nicht genutzt hat, sondern sie genutzt hat, um weiter Schulden aufzubauen, eben jetzt zu günstigeren Zinsen. Und die Chance, die diese Illusion der Märkte, zweifelhaft, ist es eine Illusion der Märkte oder ist es, wenn wir uns betrachten, was geschehen ist seit 2010, haben es die Märkte eigentlich richtig eingeschätzt, nach dem Motto, das ziehen die eh nicht durch mit diesem No-Bail-Out, da können wir uns ruhig darauf verlassen, dass die schon irgendjemand rauskaufen wird. Ist ja nun gleich, wie man es bewertet. So war die Einschätzung der Märkte und als nach Lehman Brothers, das sieht man ja sehr schön da an der, ich glaube, hier kann man auch leuchten mit, ja, super, 2008, da haben die, das ist ja keine Verschwörung von irgendwelchen Märkten oder irgendwas, das sind die atomistischen Marktteilnehmer, die eben ihre Risikoerwartungen neu eingeschätzt haben. Die haben gesagt, wir haben nie gedacht, dass eine große amerikanische Bank pleite gehen kann. Wie ist das eigentlich mit Staaten? Und dann haben sie sich angeguckt, was hat Griechenland zu bieten, was hat Irland, Frankreich, Deutschland zu bieten und haben angefangen, wieder einigermaßen seriös zu bepreisen und das nicht mehr einheitlich zu sehen. Ja, dann war natürlich das Geschrei groß. Man hat dann neu in die wirtschaftspolitische Diktion eingeführt den unangemessenen Zins. Man kann natürlich sich Gedanken darüber machen, was ein angemessener Zins und ein unangemessener Zins ist. Wir können also eine Zinsregulierungsbehörde gründen, die dann festlegt, der hat drei Kinder, da darf der Zins nicht höher als 5% sein, der hat überhaupt kein Kind, der muss 10 zahlen, weil ja keine Nachkommen da sind, die das vielleicht abtragen könnten, die Schuld. Und aber man kann sich alles Mögliche ausdenken. Ich glaube, das atomistische Marktverfahren ist besser als das von der zentralen Regulierungsbehörde, die feststellt, welcher Zins zuträglich ist und welcher nicht. Ich will nur noch mal, um Sie sozusagen auf dem Erzählstrang mitzunehmen, so ein paar Sachen auf dem Zeitstrahl mitführen, damit Sie sehen, dass das auch nicht eine ganz einfache Zeit war.
Wir haben also in dieser Zeit glücklicherweise das Wachstum schneller zurückgekriegt, als wir erwartet haben. 2010 lief ausgesprochen gut. Wir haben hatten vorher Rente mit 63 begonnen. Das war also eine gesetzgeberische Leistung, wo ich stolz war, der Koalition anzugehören, für die Müntefering vorgetragen. Das muss man sich mal vorstellen. Und Rente mit 67, Entschuldigung, ja, die mit 63 haben wir jetzt. Es hat einiges an Personal Schwierigkeiten gegeben in dieser neuen Koalition. Ich sage nur mal die Namen, da wird es in Erinnerung kommen. Köhler Rücktritt, Wulff Wahl, Wulff Rücktritt, Franz Josef Jung als Arbeitsminister zurückgetreten wegen der Geschichte, die in sein Verteidigungsressort zurückwies. Der neue, auch nicht mit großer Halbwertszeit, Karl Theodor zu Guttenberg, über ähnliche Ursachen danach noch Frau Schawan gestürzt. Das ist alles in diesen Jahren passiert bis heute, in der wir uns überwiegend im Haushaltsausschuss mit diesen Themen beschäftigt haben. Nur noch mal kurz, um das abzuschließen, was ist passiert mit den Spielräumen? Das hatte ich ja eben schon kurz angedeutet. In Irland ist das Bruttoinlandsprodukt durch die Decke gegangen. Der keltische Tiger, Sie erinnern sich an die Diktion. Spanien, Griechenland, in Spanien vorwiegend in Immobilien, in Griechenland überwiegend in Löhne und Sozialleistungen und Ähnliches. Italien ganz unten rumgeschlumpft, was Wachstum anbelangt. Da ist übrigens die rote Laterne noch, die hatte Ernst Hinsken dann irgendwann wem hatte sie dann überreicht? Das muss ich mal nachdenken, das war noch bevor wir übernahmen, müsste Clement gewesen sein, Clement überreicht, weil Deutschland dann auf einer Linie hier mit Italien war. Und wir waren so deutlich unter dem Durchschnitt von EU15, hatten ein ausgesprochen schwaches Wachstum. Warum? Weil das Geld in Deutschland zu wenig Rendite gebracht hat und in Länder geflossen ist, wo es mehr Rendite gab. Spanien, Bauboom, als ein Beispiel, oder eben auch Irland. Die Reallohnentwicklung in diesen Jahren, Deutschland minus 0,8 und in anderen Ländern ging die Post ab. Wenn Sie hier sehen, Griechenland fast 40%, Irland über 30%, Spanien nicht besonders stark bei den Reallöhnen, aber dafür die Vermögenspreisblase aufgebaut. Ja, und dann kamen in schnellem Wechsel, nachdem einmal das Tabu gebrochen war, in dieser Nacht vom 7. auf den 8. Mai 2010, in deren Folge sich die heutige IWF-Chefin Frau Lagarde, die damals noch Wirtschafts- und Finanzministerin in Frankreich war, rühmte, dass man in dieser Nacht alle Regeln über Bord geworfen und gebrochen hätte, um Europa zu retten. Das ganze mühsam aufgebaute, in einem Jahrzehnt zuvor mühsam aufgebaute Regelwerk, was abschirmen sollte gegen eine Änderung des Währungsregimes in Richtung Weichwährung, ist über Nacht abgeräumt worden von drei entschlossenen Franzosen. Das war damals Sarkozy als Staatspräsident, Trichet als Notenbankchef und Dominique Strauss-Kahn, ich glaube, er ist wieder frei im Fuß, als IWF-Chef. Das hatte natürlich Folgen, weil dann ein Gipfel den anderen jagte und das FAZ hat das mal so dargestellt, der Oberkellner ist etwas beunruhigt über den Zustand, aber keine Sorge, die Deutschen bezahlen die ganzen Chose, das ist also ein Synonym für einen erfolgreichen EU-Gipfel, die dann in rascher Folge folgten. Ich sage Ihnen nochmal einfach auch da die Marksteine, was alles geschehen ist seit 2010. Also Griechenland 1.7.2010, 21.5. bereits der EFSF, der Vorläufer vom ESM, European Financial Stability Facility. Man hat manchmal den Eindruck, dass
diese vielen Namen und Abkürzungen eingeführt werden, um den geneigten Zuschauer zu verwirren. Aber es sind alles in der Tat unterschiedliche Rechtskonstruktionen, die dort zum Einsatz kamen. Den EFSM hat man bei der Gelegenheit auch noch gegründet, weil man den einfach per Verordnung aus Brüssel ansteuern kann und nicht mühsam den Weg durch die Parlamente gehen muss. Irland kam im November 2010, Portugal im April 2011, Griechenland 2, täglich grüßt das Murmeltier, am 27.02.2012. Der ESM dann Ende Juni 2012, vor der Sommerpause, wieder so ähnlich wie jetzt von der Entscheidungssituation, wenn dann die Abgeordneten den Badelatschen mit den Schwimmflossen unterm Arm schon an der Urne stehen, um zum Familienurlaub aufzubrechen, werden dann schon noch die großen Entscheidungen getroffen. Spanien kam am 19.07.2012 dazu. Die haben eine Fazilität gezogen, die jetzt auch bei Griechenland zur Anwendung kommen soll, das ECCL. Das ist eine vorsorgliche Kreditlinie, die verhindern soll, dass ein Land abschmiert, also bevor der Krisenfall eingetreten ist. Das soll jetzt auch zur Nachsorge eingesetzt werden im Falle Griechenlands. Dann eigentlich ausdrücklich ausgeschlossen nach dem Regelwerk des ESM. Dann kam Griechenland 3, habe ich es damals schon genannt. Wir haben es dann, also offiziell ist es 2-2 genannt worden, 30.11.2012. Zypern kam am 18.04.2013, Griechenland erneut, Verlängerung am 27.02. diesen Jahres. Und im Moment wird über das dann wahrscheinlich wirklich Griechenland 3 heißende nächste Programm verhandelt. Den Programmen gleich ist, egal wie sie heißen, oder ein bisschen Unterschiede muss man schon machen. Schauen wir zunächst mal Griechenland 1 an, was ist da passiert. Im Falle von Griechenland 1 ist der private Sektor, überwiegend Banken, überwiegend französische, deutsche waren natürlich auch beteiligt, aber von der Pro-Kopf-Belastung wesentlich mehr französische, sind ausgelöst worden durch die Steuerzahlergemeinschaft. Wir hatten zu Beginn der Krise 80% der Schulden in privaten Händen und haben das Verhältnis jetzt umgekehrt. Jetzt sind reichlich 80% bei Steuerzahlerinstitutionen und noch 20% bei privaten. Das sind überwiegend welche, die zocken, die das berufsmäßig machen, die sagen, da passiert wieder irgendwas, Hedgefonds und ähnliche. Der Paradigmenwechsel, der dort also stattgefunden hat, war, dass die Aufhebung von Verantwortung und Haftung für das eigene Handeln weggenommen wurde. Sie haben ja die Spreads vorhin gesehen. Man konnte eben in Ländern 10-12% kriegen für Staatsanleihen vor der Eurozeit und hat diese Risikoprämie, die ja so hoch ist, weil man nicht genau weiß, ob die Hauptforderung ganz zurückkommt, gerne eingestrichen. Umso schöner, wenn da noch irgendjemand da ist, der dafür gerade steht, dass die Hauptforderung zurückkommt. Dann hat man eigentlich ohne eigenes Risiko diese Risikoprämie eingestrichen. Es wurde bei all diesen Instrumenten, die ich aufgezählt habe, bei all diesen Maßnahmen, der Zins als Knappheitsindikator ausgeschaltet. Was genau in die Richtung weist, die ich eben ein wenig flapsig dargestellt habe, Zinsfestsetzungsbehörde. Es wird einfach gesagt, das oder das ist noch zuträglich und das geht nicht mehr. Ich habe dann immer gefragt, wo ist denn euer Zinsspezialist im BMF? Wer kann mir das denn mal genau vorrechnen, was jetzt im Falle Griechenlands oder auch im Falle Portugals der gerechte Zins ist? Ich habe bis heute noch keinen Namen genannt bekommen, aber es hat sich so ein Gefühl eingestellt, dass das nicht mehr als oder so sein darf. Da hat sich auch nochmal, das hat sich zusätzlich verschärft im Laufe der Jahre. Die Ursprungskalkulation bei Griechenland 1 war, wir nehmen unsere Geldbeschaffungskosten, was kostet uns das, Geld aufzunehmen als Gemeinschaft, machen eine Handlinggebühr drauf, dass der administrative Aufwand abgedeckt ist und schlagen dann nochmal 3% obendrauf, weil es muss ja schon ein bisschen wehtun, es darf nicht einfach alles eingeebnet werden. Diese 3% mehr, die sind inzwischen nicht mehr da. Denn bei jedem neuen Programm, das kam zunächst bei Irland, dann bei Portugal und dann auch bei Spanien, wurde den Griechen der Zins abgesenkt auf das jetzt neu verhandelte Niveau. Es ist darüber hinaus, und das ist vor allen Dingen deutlich geworden, bei Griechenland 2 mit dem Schuldenschnitt,
Und auch im Falle Spaniens, wo es ja darum, nur darum ging, Banken zu rekapitalisieren, es wurden die Marktverfahren auf den Kopf gestellt. Vielleicht erinnern Sie sich dran, im Falle von Griechenland 2, als der Schuldenstand anstand, komplizierte Geschichte mit Tausch, alte Anleihen gegen neue und nur ein Teil zurück in den neuen, die dann verbürgt werden vom ESF, ersparen jetzt die Details. Da hat man auf einmal Steffen Kampeter, der fühlte sich wie ein Revolutionär, der hat dann gesagt, wir machen aber jetzt richtig PSI. Das ist aber PSI, Private Sector Involvement. Also Moment, Private Sector Involvement, was heißt denn das? Ja, die müssen was mitbezahlen. Also eigentlich machen wir doch die ganze Zeit das Gegenteil, nämlich Public Sector Involvement. Eigentlich ist es doch so, dass ein Schuldverhältnis nur zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner besteht. Und wenn eben der Schuldner nicht zurückzahlen kann, ist der Gläubiger der Gekniffene. Dafür nimmt er ja höhere Zinsen, wenn es ein schlechter Schuldner ist. Da kann man ja noch mit sich reden lassen, wenn man weiß, die wichtige Funktion des Bankensektors für die ganze Realwirtschaft und kann sagen, wenn jetzt wirklich das Finanzsystem zusammenzufallen droht, muss man vielleicht systemrelevante Banken unterhalten. Aber dass das die interessierten Seiten hinbekommen haben, dass das sozusagen wirklich von den Füßen auf den Kopf gestellt wurde, zu sagen, das sei jetzt revolutionär, dass man die privaten Anleger beteiligt, das ist schon von der Neusprechqualität her eine besondere Leistung. Private Sector Involvement, jetzt aber so richtig. Also man hat eine Linie da begonnen, die sich dann auch fortgesetzt hat. Spanien, da habe ich Schäuble gefragt, da ging es ja um die Rekapitalisierung der Cajas, also der Sparkassen. Fast alle völlig systemunrelevante Banken. Die Santander und BBVI, die haben kräftig verdient, vor allem in Südamerika. Da habe ich gesagt, erinnert euch doch mal, was wir gemacht haben, als wir die HRE gerettet haben. Da ist Ackermann losgeschickt worden, Geld einzusammeln beim privaten Sektor. Die haben 10 Milliarden dazugelegt. Weil sie gesagt haben, wenn das jetzt alles knallt, dann sind wir selbst betroffen und besser ist, wir helfen ein bisschen. Da habe ich Schäuble gefragt im Ausschuss, wie sieht denn das aus mit der Beteiligung des privaten Bankensektors? Da sind da ein paar ganz ordentliche Fische dabei, die könnten da auch was ausspucken. Ja, wie das die Spanier machen, da kann ich nicht eingreifen, das weiß ich nicht. War natürlich der Damm gebrochen. Wieso soll man sich denn diesen Mühen unterziehen, wenn man weiß, da steht ein großer Honigtopf, aus dem man schöpfen kann, wenn es Not tut, und man muss nicht erst alle eigenen Möglichkeiten ausschöpfen. Das Gleiche gilt jetzt, wenn Sie sich die Sprachregelungen anschauen, mit denen die Griechen über Privatisierungen reden. Unter uns jetzt im Privaten käme doch keiner auf die Idee, der auf dem Sack voll Gold sitzt, zu sagen, mir geht es momentan gerade schlecht, an die Reserven will ich nicht so rangehen. Kannst du mir nicht helfen? Nein, das ist doch völlig klar. Alter deutscher Grundsatz, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, dann wird das aufgebraucht, was man für die Not hat und dann fragt man vielleicht, ob einem jemand helfen kann. Aber doch nicht vorher. Und die Griechen, die stellen sich jetzt hin und sagen, die Griechen haben im ersten Programm vereinbart, also nach Griechenland 1, ist vereinbart worden, ein Privatisierungsvolumen von 50 Milliarden. Damals war das griechische Nationaleinkommen etwa ein Zehntel von unserem, sodass man das mal 10 rechnen könnte, wenn man die Größe der politischen Aufgabe ermessen will. Wir müssten also 500 Milliarden in 3 Jahren, das war es ja damals, war ein 3-Jahres-Programm, 500 Milliarden in 3 Jahren privatisieren. So war in Griechenland noch ein bisschen mehr von Sektoren, die zur Privatisierung anstanden, aber ist eine von vornherein völlig illusorische und völlig aus der Luft gegriffene Zahl gewesen. Aber mit den Griechen mit vereinbar, die haben das ja alles unterschrieben. Die Wirklichkeit war dann 2010 0, 2011 1,0, 2012 0, 2013 2,6 Milliarden haben sie bis jetzt privatisiert. Inzwischen hat auch die Kommission, also die Troika, jetzt heißen sie die Institutionen, die Einnahmeerwartung, was die Privatisierung anbelangt, auf etwas um die 20 Milliarden gesenkt. Also das sind die Paradigmenwechsel, die dadurch stattgefunden haben und die haben uns, was jetzt diese Rechnung aus dem Restaurant anbelangt, in diese Situation gebracht. Sie sehen hier die deutschen Haftungsanteile. Wir haben also bisher
Sinn rechnet da nicht nur die Kredite, die gegeben worden sind, sondern auch unsere Verpflichtungen, die wir haben für Verluste bei der EZB, ist ja richtig, wir sind ja da beteiligt, oder auch beim IWF und bei den Target-Verbindlichkeiten. 322 Milliarden haben wir mit Stand Ende Februar 27 im Vorjahr. Das sind jetzt mit Sicherheit, wenn wir nachrechnen, also gut knapp 100 Milliarden ELA haben wir jetzt in Griechenland. Da sind wir mit 27%, also nochmal 2,7 Milliarden auf jeden Fall mehr. Sodass diese Summe ständig steigt, das ist jetzt keine Schwarzmalerei von Wilsch, sondern die offizielle Statistik der Troika. Sie sehen, dass je weiter die Jahre weg sind, umso deutlicher geht das hier vermeintlich runter, aber wenn wir mal die Jahre nehmen, indem wir uns so bewegen, also 14 ist das in Griechenland hochgegangen. In Irland ist es in der Tat runtergegangen, die hatten aber auch den Vorteil, dass die Krise schon 2007 anfing, die mussten erst selbst was arbeiten. Italien geht das weiter hoch, Spanien, Zypern, Deutschland und bei uns sind wir jetzt dabei, auf den Pfad zu kommen, der uns vielleicht, wenn wir nicht zu viele Fremdrechnungen bezahlen müssen, wieder auf die 60% bringt in absehbarer Zeit. Es ist also insgesamt sehr viel Geld in den Markt gegeben worden. Und man muss sich ja fragen, wieso man dazu kommt, eine solche Paradigmenumkehr zuzulassen, wo man vorher so hart dafür gekämpft hat, dass das à la Allemand gestaltet wird, der ganze Währungsbereich. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der da immer wieder im Vordergrund stand. Wenn immer ich ökonomisch argumentiert hatte und merkte, dass der Gegenüber in der Ecke war, wurde mir entgegengehalten, aber wir haben doch Frieden in Europa. Hab gesagt, das finde ich auch toll. Die Europäische Union ist eine grandiose Leistung unserer politischen Vorgänger, dass man wirklich es geschafft hat, eine Konstruktion aufzubauen, die dazu führt, dass sehr lange in Europa, wenn man von den Nachfolgekriegen, den serbischen Aggressionskriegen in Jugoslawien, früheren Jugoslawien absieht, das, was auf der Krim und in der Ostukraine durch die Russen geschieht zurzeit, außen vor lässt, dann haben wir in der Tat sehr lange Frieden gehabt hier. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Ich kann aber nicht erkennen, dass jetzt die Kriegsgefahr gegenüber Polen, die mit dem Zloty nach wie vor bezahlen, größer wäre als gegenüber Frankreich oder umgekehrt. Diese Kategorisierung zu sagen, also es ist die Währung, die das ausmacht, ist ja überhaupt nicht nachzuvollziehen. Das, was da, diese Gleichsetzung Euro gleich Europa, eine der verhängnisvollen falschen Obersätze, scheitert der Euro, scheitert Europa, der uns begleitet hat in der ganzen Zeit, hat dazu geführt, dass die Leute überhaupt nicht mehr differenziert denken können und dass die Frage der gemeinsamen Währung geradezu mystisch überhöht wurde. Das liegt alles so ein bisschen auf dieser Linie der Super-Europäer, in Anführungszeichen, Junkers, Schäuble gehört auch so ein bisschen dazu. Sie kennen alle die einschlägigen Sprüche, wir stellen mal was ins Fenster und wenn es kein Geschrei gibt, dann ziehen wir das durch und dann sind wir wieder einen Schritt weiter mit der Integration, ohne dass jemand richtig gemerkt hat und es kann nicht mehr zurückgenommen werden. Oder Europa ist wie ein Fahrrad, das muss immer vorwärts fahren, sonst fällt es um. Also es gibt einen Haufen Sprüche dieser Art, die aber wirklich auch dann gelebt werden, wenn die Menschen, die so denken, in den entsprechenden Positionen sind. Hier dieser Weg, Europa, Wegscheide, begann auch bereits am 7. Mai 2010. Da erinnerte Schäuble in seinem Debattenbeitrag daran, dass morgen vor 65 Jahren der Zweite Weltkrieg, das finsterste Kapitel unserer Geschichte, zu Ende ging. Heute müssen wir Europa wieder vor dem Untergang retten. Die Kanzlerin, wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir über ein Gesetz entscheiden müssen, das eine enorme Tragweite hat. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft Europas und damit um die Zukunft Deutschlands in Europa. Europa steht am Scheideweg. Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos. Und was für einen Haushälter, der ich damals war und ich mich auch immer noch so ein bisschen fühle, besonders schmerzhaft ist, wenn aus dem BMF solche Töne kommen,
Die Debatte über Europa braucht eine Renaissance des Politischen. Sie darf nicht ökonomischen Materialisten überlassen werden. Die Geschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Erfolgsgeschichte, weil die politische Idee von Frieden und Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit der Maßstab für die politisch Handelnden war und nicht der Rechenschieber. Das aus dem BMF war Kampeter. Kampeter war das. Das hat wehgetan, dass sozusagen der mit für den Haushalt verantwortliche Staatssekretär sagt, schmeiß den Rechenschieber weg. Dieses Thema wurde gelegentlich noch ergänzt um zurückgehende Bedeutung Europas in der Welt angesichts der Zahlen, der Reproduktionszahlen der verschiedenen Bevölkerungen der verschiedenen Kontinente und ist eine Grundlinie der Diskussion, die wirklich ständig bei allen Diskussionen hochkommt, die auch Journalisten nicht mehr sauber auseinanderkriegen. Ich habe gerade neulich wieder beim Frühstücksfernsehen bin ich gefragt worden, wie das dann jetzt ginge, wenn wir von 28 auf 27 EU-Staaten wieder runtergehen. Also diese Tatsache, dass Europa eben die Länder hat, die in der Währungsunion zusammengebunden sind, aufgrund der Annahme, dass Konvergenztheorie funktionieren würde. Und dem ganzen Rest, der eine große solidarische Gemeinschaft ist, diese Differenzierung wird überhaupt nicht mehr getroffen und ich meine mit Bedacht. Dieses solidarische Werk der EU, das sich ausdrückt in Zahlungen aus den verschiedenen Fonds, Kohäsionsfonds, Strukturfonds, Agrarfonds, Sozialfonds, wird von keinem ernsthaft jetzt im Prinzip in Frage gestellt, dass das geradezu raison d'être der Europäischen Union ist, zu sagen, die schlechter entwickelten Bereiche versuchen wir heranzuführen und ein bisschen besser zu entwickeln, ist seit der Gründung der EU so. Und da haben auch die verschiedenen Länder, die jetzt hier in Schwierigkeiten sind, kräftig von partizipiert. Ich habe jetzt mal die Zahlen allein für die Zeit, seit wir den Euro als Bargeld haben, seit 2002. Da haben wir Deutsche rund 100 Milliarden mehr eingezahlt, als herausbekommen aus der EU, Nettozahlerposition. Und die Griechen in der gleichen Zeit 53 Milliarden Überschuss gemacht. Das auch mal zu dieser völlig verqueren Diskussion, man brauche einen Marshallplan für Griechenland. Der ist institutionalisiert in der Europäischen Union, der wird gewährt, er wird nicht immer ganz treffsicher abgerufen. Die Rückforderungsquoten bei den Griechen sind am größten und auch die Zahl der Betrugsfälle, die bei OLAF bearbeitet werden, bei diesem zentralen Betrugsinstitut der EU. Sogar jetzt ist ja immer gesagt worden, wir müssen denen jetzt helfen, dass sie eben Wachstumspotenziale erschließen und Projekte umsetzen, die Wachstum versprechen. Da ist eine 60-köpfige Schar von europäischen Beamten dorthin geschickt worden, die helfen sollen, dass der Mittelabfluss funktioniert im Land. Die haben 170 Projekte betreut und davon sind 48 notleidend, 5,3 Milliarden Volumen. Es ist einfach die Verwaltungskraft nicht da, um das zu gewährleisten, selbst dann nicht, wenn wir Senior-Experten hinschicken und Berater. Der nächste Punkt, der auch sehr gerne mitgespielt wird, ist das Thema, guckt euch das mal an in Asien, wie das alles wächst. Die Kanzlerin sagt das immer gerne, aber auch andere, das ist inzwischen gehört zum Kernbestand von Reden zu Europa und der Welt. 7% der Weltbevölkerung in Europa, 25% der Wirtschaftsleistung der Welt und 50% der Sozialleistungen. Das erleben wir ja auch alle und hier sitzen sehr viele, die das genauso beklagen. Aber dass man dagegen anginge, indem man eine Währung, die für den Zuschnitt, den wir heute haben, sich als ungeeignet erwiesen hat, Stein statt Brote gibt, das hat mir noch keiner schlüssig erklären können. Da sollten wir mehr Ehrgeiz auf Freihandel und ähnliche Dinge verwenden und das wirklich zum Fliegen bringen und umsetzen. Aber wenn Sie die ökonomische Wirklichkeit gegen die Behauptete halten, dann werden Sie auch feststellen, dass dort wirklich systematisch die Öffentlichkeit getäuscht wird. Wir haben innerhalb der Eurozone mit unserer Außenwirtschaftsposition keine Zuwächse,
Absolut natürlich, aber relativ ist das zurückgegangen in der ganzen Zeit des Euro. Unser großer Außenhandelsüberschuss entsteht überwiegend in Überseemärkten, Asien, Amerika, Lateinamerika, Afrika. Und die Bedeutung des Inner-Euro-Handels ist zurückgegangen, systematisch in diesen Jahren für Deutschland. Ich weiß auch nicht so recht, wie wir mit diesen Rezepten umgehen sollen, oder welche Rezepte es gibt, die uns da vorgeschlagen werden. Haben wir ja oft, dann werden die jetzt die ganzen neuen Verfahren, Sixpack, Twopack, haushaltspolitische Koordinierung, dann müssen die Berichte schreiben, die können ja jetzt bei Deutschland nicht schreiben, eigentlich ganz okay, das läuft. Dann müssen sie irgendwas reinschreiben, dann haben sie das mit den Fernbussen immer reingeschrieben, die haben wir jetzt freigegeben, jetzt fährt MyBus und sowas. Jetzt kommt wieder die Handwerksordnung dran und die freien Berufe als nächstes. Wir wissen doch, dass unser Land noch Reformen brauchen kann, das wissen wir selbst. Aber jetzt, wenn man sich mal anguckt, wieso die Performance ist innerhalb der Eurogruppe, dann sind wir nicht gerade schlecht. Hat ein bisschen was mit einäugigen Blinden zu tun, aber ich finde das absurd, wenn uns ständig vorgehalten wird, ihr exportiert viel zu viel, das ist brutal und irgendwo müssen ja dann die Defizite sein und ihr zieht alle runter. Ich hatte jetzt neulich ein ZK-Mitglied der Syriza in der Talkshow da beim Friedmann und da habe ich gesagt, jetzt habe ich ja endlich mal so ein Opfer hier vor mir, erklären Sie mir doch mal, wie ist denn das so, wenn Mercedes kommt und sagt, kauf jetzt den Mercedes. Also, wie zwingen die Sie denn dazu? Er hat das gesagt, er konnte mir das auch nicht so richtig erklären. Gleichwohl wird das ja mantrahaft vorgetragen, dass unser Außenhandelsüberschuss das große Verhängnis sei. Unser Außenhandelsüberschuss ermöglicht uns überhaupt nur diese Haftungsanteile hier zu tragen, ohne dass die ganze Rettungsarchitektur nicht funktionieren würde. Ja, der Osten. Gelbe Gefahr. Es gab es auch schon mal in der Menschheitsgeschichte ein Jahrhundert früher. Der amerikanische Gulliver von chinesischen Lilliputanern gefesselt. Wer das wirtschaftsgeschichtlich so ein bisschen weiß, also gerade der Bau der Eisenbahn in Amerika, da haben unheimlich viele Chinesen im Einsatz. Die waren auch in anderen Fällen im Einsatz, die etwas älteren, also die Zeit kennen, als Zinsen gab und sowas. Die kennen vielleicht dann noch Bonanza, da gab es den Hop Sing, den Koch. Ne? Das war die erste Einwanderungswelle aus China da in den USA. Und das hat auch Wilhelm II mitbekommen, dass das stattfindet in der Welt und dass angesichts der Schwierigkeiten in Europa, man vielleicht sich einen könnte, wenn man sich auf einen gemeinsamen Gegner einigt. Und hat dann bei Hermann Knackfuß dieses Bild Völker Europas, wart eure heiligsten Güter in Auftrag gegeben. Hier sehen Sie den Erzengel Michael, der Patron der Deutschen, mit dem Flammenschwert. Und er deutet auf blühende Landschaften, die von treuenden Gewitterwolken bedroht sind. Und mittendrin sitzt der Buddha als Zeichen des Ostens. Und vielleicht erkennen Sie die andere. Ich habe mir jetzt auch extra, damit ich nichts falsch mache, hier die offizielle Interpretation des Autors sozusagen mit dazugelegt. Sie sehen dann die Marianne, gefolgt von Germania, dann kommt Russland, ein bisschen den Arm auf der Schulter, da waren ja verwandtschaftliche Beziehungen, das waren Cousins. Austria, Österreich-Ungarn versucht Britannia mit an Bord zu nehmen. Hier ist Britannia, da sieht man das Kreuz. Und es soll eben so deutlich gemacht werden, dass jetzt alle gemeinsam die heiligsten Güter, das Christentum, retten sollen vor diesen Wilden aus dem Osten. Und wenn wir uns das so ein bisschen näher betrachten, dann hat das Thema ja auch wieder Konjunktur. Eine kleine Übersicht von Buchtiteln der jüngeren Zeit, die das illustriert. Und deshalb haben wir das mal übertragen.
tatsächlich. Sie sehen also natürlich hier EZB in Frankfurt, Draghi mit der dicken Bertha, Hollande, unsere Kanzlerin, Juncker tuschelt ihr was ins Ohr, Volker Kauder guckt, was er den Fraktionen erklären muss, Schäuble spielt mit, Weidmann hat die Arme verschränkt, ihm gefällt das nicht so. Und das andere soll ich sein. So ein bisschen ab. Da will ich noch zu einem Punkt kommen, der eigentlich auch einen eigenen Vortrag brauchte, aber der wenigstens gestreift werden muss noch. Das ist Folgendes. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ausgerechnet die erfolgreichste europäische Zentralbank nach dem Zweiten Weltkrieg, die Bundesbank, in Europa einmal in eine absolute Minderheitenposition geraten würde. Lange galt die Bundesbank als Leitbild für erfolgreiche Geldpolitik und darauf baut die heutige Währungsunion auf. Eine solche Institution nun so ins Abseits zu stellen und Positionen, die ihr jetziger Präsident vertritt, in Europa heute beinahe lächerlich zu machen, dass all das möglich ist, bedrückt mich sehr und ist kein gutes Zeichen für die Zukunft. Wir erleben einen Paradigmenwechsel. Weiß jemand, von wem es ist? Jürgen Stark, Chefvolkswirt der EZB, bis er zurückgetreten ist, weil er das nicht mehr mittragen konnte und vorher ja Sherpa im Kanzleramt und bei der Ausarbeitung des Euro hautnah beteiligt. Und das ist nun wirklich ein Themenbereich, der ja nochmal ganz andere Qualitäten auch aufweist. Wir haben beginnend mit dem SNP-Programm 2010 erstmals erlebt, dass die Zentralbank in großem Umfang Staatsanleihen aufkauft. Es war hier nie richtig verboten. Man konnte zur Marktmodulation und so in kleinem Umfang handeln. Es war aber, wäre eigentlich keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, wir kaufen die frisch auf dem Erstmarkt, also wenn sie ausgegeben werden. Das war auch noch nicht der Fall bei dem SNP-Programm, da sind etwa 240 Milliarden gekauft worden, viele griechische Anleihen, die jetzt, das ist eines der Probleme, was jetzt im Juli auf Griechenland zukommt, da wären 6,7 Milliarden fällig von Anleihen, die EZB hält. Und viel auch Italien, Spanien, Portugal. Da konnte man noch mit einigermaßen guten Willen sagen, okay, das war jetzt eine Krise und da mussten sie irgendwie handeln. Mir war es damals schon zu weit gehend, aber wenn es dabei geblieben wäre, würde ich meinen Frieden machen mit der EZB. Leider ist es nicht dabei geblieben, sondern sie haben dann zunächst diese zwei großen Tender aufgelegt mit insgesamt über einer Billion Programmvolumen. Und das war die dicke Bertha. Und dann danach das OMT, das war der berühmte Satz von Draghi, wir werden aktiv sein, wir werden kaufen, whatever it takes, wir werden genug tun. Er sagt immer dazu, im Rahmen des Mandats. Das ist übrigens die Diktion, die der EuGH sich jetzt auch zu eigen gemacht hat. Das war ja das so, dieses Outright Monetary Transactions, OMT-Programm, ist beklagt worden von Gauweiler und anderen. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, also was ihr jetzt da macht, das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach unbegrenzt Staatsanleihen aufkaufen. Da ist die Grenze überschritten zur illegalen Finanzierung des Staates mit der Notenpresse. Und dann hat das Verfassungsgericht das nicht alleine entscheiden wollen und hat diesen Punkt aber sehr dezidiert nach Luxemburg weitergereicht und hat gesagt, also für uns ist das eigentlich illegale Staatenfinanzierung, was da stattfindet, es sei denn, ihr zeigt uns einen Weg auf, wie man das noch so interpretieren kann, dass es vielleicht doch noch im Rahmen des Mandates ist. Und das EuGH hat sich das ganz einfach gemacht, die hat gesagt, das sieht zwar aus wie Fiskalpolitik, das ist wahrscheinlich auch Fiskalpolitik, aber die EZB sagt, das sei Geldpolitik, also ist es Geldpolitik. Also eine besonders kreative Form der Rechtsprechung, die wir da erleben müssen und die wirklich dazu führt,
ich habe eben die Zinsen kurz angesprochen, dass das deutsche Modell, das Gesellschaftsmodell, nicht nur das, das Staat, das Bankmodell, das Gesellschaftsmodell bedroht ist, ich höre gleich auf, bedroht ist, wenn Sie an Lebensversicherungen denken, wenn Sie an Rückstellungen, Pensionsfonds für Rückstellungen und Ähnliches denken, dieses ganze Modell wird massiv bedroht. Die kommen, die angeln sich jetzt noch irgendwie weiter. Wir haben mit dem Mindestzins ein bisschen geholfen, runtergenommen, dass wir nicht die Infizierung der Lebensversicherung oder der Versicherungsbranche bekommen. Aber das wird grundlegend unsere Art und Weise zu wirtschaften ändern, wenn das so weitergeht. Und das ohne jegliche demokratische Kontrolle. Sie können nicht. Sie können sich noch so ärgern, Sie können keinen Zentralbanker abwählen. Der wird ausgekungelt im Hinterzimmer irgendwo und dann hat er Macht. Und das haben wir nur so gemacht in Deutschland, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass die mächtig sind in der Geldpolitik, damit die Politik die Finger von der Notenpresse hält. Mit unserer Inflationserfahrung im letzten Jahrhundert. Aber jetzt ist es so, dass die Politik augenzwinkernd Draghi-Signale gibt, nun druck mal wieder schön, und die Notenpresse unmittelbar bedient damit. Das Ganze, was uns hier ausgemacht hat, damit den Bach runtergeht. Wir werden wie die Zentralbanken, die das immer so gemacht haben in der Nachkriegszeit, wenn es ein bisschen schwieriger wurde, es hat neues Geld gedruckt worden und dann ist der Kurs, dann ist eben die Währung abgewertet worden und es ging wieder einigermaßen an der Außenfront. Versuchen Sie heute mal dem Kind zu erklären, was Weltspartag ist. Ich sage den Kindern jetzt, was Geld in der Dose ist. Besser als auf die Bank zu bringen. Die Rettung ist ja immer da. Bemerkenswert ist vielleicht da, dass die Kameraden da unten alle nicht mehr im Amt sind. Das ist, haben wir nicht nachgeführt. Das ist Zapatero und der Grieche hieß Kauen, der Ire hieß Kauen, Papandreou und das ist Sokrates, der ist glaube ich auch in Haft jetzt. Wer noch Lust darauf hat, jetzt kommt der Werbeblock, kann sich das Buch bestellen, was demnächst erscheint. Und wenn noch ein paar Fragen sind, habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich muss ein Viertel vorweg, um 11 nach den Zug zu kriegen. Ich hoffe, weil mir vorher schon einige gesagt haben, ich freue mich auf den Vortrag, bin gespannt drauf. Ich bin einigermaßen den wahrscheinlich unterschiedlichen Erwartungen gerecht geworden. Aber wie gesagt, ich hatte auch keine Chance vorher schon mal eine politische Vorlesung hier zu hören. Deshalb habe ich es einfach mal so gemacht, wie ich es für unterhaltsam und spannend hielt und hoffe einigermaßen den Wünschen des Auditoriums gerecht geworden zu sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.